be young and in love in New York City. Do not know who I... Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute nicht am Stall, sondern von mir zu Hause. Denn ich habe heute meinen Löster-Haul. Ihr habt vielleicht bis jetzt die ersten zwei Teile gesehen und ihr habt euch noch gewünscht, dass ich nochmal einzeln die Produkte vorstelle, damit ihr so ein bisschen die Produkte besser sehen könnt. Und ich habe natürlich auch weitere Produkte gekauft. Nicht nur die Produkte, die ihr im Live-Haul gesehen habt, stelle ich euch heute vor, sondern eben auch weitere Produkte, die ich dann auch noch gekauft habe. Starten wir als erstes und zwar mit meiner Futtertonne. Die habe ich mir gekauft. Das habt ihr vielleicht auch in meinem Follow Me Around Video gesehen, dass es da nur eine Tonne gab. Aber ich habe zwei gebraucht, denn ich habe ja neues Futter bekommen. Und da habe ich einfach zwei Tonnen gebraucht. Und was richtig cool war, ich habe an der Kasse dann noch gefragt, ob sie eventuell doch noch eine im Lager haben. Und sie meinte, nein, das ist wirklich die letzte, die sie momentan nur hier haben. Was aber überhaupt kein Problem war, denn ich konnte nämlich dann die Tonne dort im Löstau bestellen. Und die Tonne wurde mir dann kostenfrei, also ich habe keine Lieferkosten gezahlt, wurde die mir dann nach Hause geschickt. Also den Service fand ich mega gut und es hat mich mega gefreut. Die kam dann innerhalb 3 oder 4 Tagen, war die dann da. Und die hat auch hier so einen Deckel. Ich habe das jetzt noch nicht richtig dran gebaut, weil ich finde diese Tonnen richtig praktisch und richtig gut. Kosten wenig, kosten glaube ich 15 Euro. Und ja, ihr habt hier so Clipper. Die müsst ihr natürlich an der Tonne dran machen und dann könnt ihr das einfach richtig gut verschließen. Weil bei uns am Stall, ich denke mal bei vielen Leuten, sind einfach Mäuse am Stall. Und bei mir waren auch schon welche in der Futtertonne. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, dann schaut einfach mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Da habe ich euch nämlich die Mäuse gezeigt, die nämlich dann nicht mehr rausgekommen sind. Und das habe ich natürlich für euch gefilmt, weil ich ekel mich leider ein bisschen vor Mäusen. Ich hatte zwar mal Hamster, aber die haben halt keinen Schwanz. Ich hatte einen dschungarischen Zwerghamster, insgesamt 4. Und ja, vor Mäusen ekle ich mich einfach, ich weiß auch nicht. Ich, boah, wenn dann die Schwänze da, nee, das, ich mag da gar nicht drüber reden mehr. Es ist, einfach so, ich mag sie einfach nicht. Sind zwar dann doch süß irgendwie, aber irgendwie auch, wenn die Vorstellung, nee. Aber wie gesagt, also von diesen Futtertonnen habe ich mir 2 gekauft. Also vielen Dank nochmal für den tollen Service. Also das hat mich mega gefreut, dass das Mädchen, das an der Kasse war, mir das vorgeschlagen hat. Weil das war top, wirklich. Stelle ich die mal kurz zur Seite. Die Preise werde ich euch auch irgendwo einblenden. Ihr seht dann quasi auch, wie viel was gekostet hat. Dann kommen wir hier zu dieser Gerte. Ich sollte mir eine Gerte aussuchen und da habe ich mich dann für diese entschieden. Ich hatte dann zuerst die rote bzw. die Zuckerstange. Das hat auch eine Verkäuferin mir gesagt. Die kannte ich vom letzten Mal noch. Die ist total nett und auch immer total hilfsbereit. Und ja, ich habe mich aber dann hier für diese schwarz-silberne entschieden. Ihr wisst ja, ich liebe alles, was glitzert. Sieht man auch immer an meinen Nägeln und überall. Und da habe ich dann mich für diese hier entschieden. Und weil auch meine Gerte ist auch kaputt, das war eigentlich eine super Aufgabe. Bei mir löst sich nämlich das hier alles und dann ist es ganz schön scharf. Also wenn sich da dieses Gummi löst, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich euch das dann mal in dem Video zeigen, wenn ich dann meine Gerte tausche, weil dann werde ich die andere wegschmeißen. Weiter geht's und zwar mit Handschuhen. Ich wollte Winterhandschuhe haben. Und ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von den Röckelhandschuhen. Ich habe mir da ja auch die Sommerhandschuhe gekauft und deshalb habe ich mir jetzt halt hier diese Röckel-Winterhandschuhe gekauft. Die sind relativ dick und das ist jetzt halt die Farbe Walnuss. Und ja, die fühlen sich einfach toll an und aber auch richtig schön gepolstert. Also ich denke mal, dass da schon noch Luft drankommt und so. Aber ich glaube, dass die auch richtig schön warm sind für den Winter. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein anderes Paar holen, weil sollten die zum Beispiel nass werden oder so, dann muss ich die natürlich wechseln. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr so für Winterhandschuhe habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber die fand ich jetzt halt einfach toll. Und ich bin von der Qualität überzeugt. Deshalb habe ich mir die Röckelhandschuhe wieder gekauft. Weiter geht's und zwar mit diesem süßen Pummel-Einhorn-Feenstaub. Ich freue mich auch schon riesig, die Fauni damit zu besprayen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich hoffe es auch, dass es auch so ein richtig tolles Ergebnis wird. Nicht, dass einfach nur man gar nichts sieht. Aber dadurch, dass da so viel Glitzer drin ist, schaut euch das bitte an, denke ich, dass man da einen richtig coolen Effekt erzielen kann. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich dieses Spray hier das erste Mal verwende.
Und schauen wir mal, wie das Ergebnis ist. Dann geht's weiter und zwar mit Leinöl. Ich habe mir jetzt halt gleich hier so einen Kanister gekauft. Und zwar ist es ein 5-Liter-Kanister. Das ist von der Eigenmarke von Löstau. Ich fütter ja immer Leinöl dazu. Ich hatte sonst immer so kleine, ich glaube, 1-Liter-Flaschen. Deshalb habe ich mir jetzt halt gedacht, nehme ich gleich mal hier diesen ganzen Pottich hier mit. Und ja, das bekommt die Fauni wirklich jeden Tag über ihr Essen drüber gekippt. Mache ich total gerne, ist super gut für den Fell, super gut für die Verdauung. Und deshalb gibt es das immer für meine Fauni. Und der Kanister ist auch praktisch, finde ich. Kann man einfach so schnell mit ansteigen. Ich habe das für Fauni und für euch gekauft. Also Fauni hat es nämlich schon an. Ich habe damit auch schon ein Foto gemacht. Hier seht ihr es nochmal. Ich fand das total süß, weil hier so diese kleinen Blümchen dran sind. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach wieder was mit. Das letzte Mal in meinem Live-Haul habe ich euch auch was mitgenommen. Und da fand ich einfach dieses Halfter total nett. Ja, dann geht's weiter. Und zwar wollte ich ja eigentlich eine schwarze Schabracke haben. Ganz viele haben auch im Video geschrieben, hey, da ist eine schwarze Schabracke. Aber es war nicht schwarz, sondern es war dunkelblau. Es ist nämlich echt, mit den Lichtverhältnissen habe ich nämlich auch gedacht, yes, sie haben mal eine Schabracke da. Aber es war leider dunkelblau und ich dachte echt, dass es schwarz ist, aber ja, ich wurde dann belehrt, dass es nicht schwarz ist, sondern dunkelblau. Und ich habe mich aber dann für eine ganz andere entschieden, total bescheuert, ich weiß. Ich habe mich dann für diese Schabracke hier entschieden. Und auch die Verkäuferin hat die mir gezeigt und ich dachte mir, okay, mein Herz ist dran und ihr wisst ja, Glitzer und so. Und schaut euch mal bitte dieses schöne Glitzer etwas an. Also diese schöne Schabracke. Und fragt mich jetzt nicht, welche Kollektion es ist. Ist es mir, wie gesagt, das habe ich euch schon so oft gesagt, ist es mir eigentlich total egal. Es gefällt mir und dann kaufe ich es mir. Und ich fand dieses Blau so schön. Schaut mal, wie dunkelblau das ist. Das ist so richtig schön tief dunkelblau. Und dann diese Farbkombination, dieses Grau. Und dann, also ich finde es so schön, die ist wie so grau-metallig. Und dann habt ihr so eine weiße Kordel und diese graue Kordel und dann dieses Blau. Ich finde diese Farbkombination, so wie es jetzt hat, so wie ich es euch jetzt zeige, einfach ein Traum. Also das ist wirklich so schön. Und ja, ich werde auf jeden Fall natürlich auch ein Bild machen und euch natürlich auf Instagram zeigen, wie es der Fauni steht und ob es überhaupt der Fauni steht. Die war jetzt ziemlich teuer. Ich glaube, die hat 70 Euro gekostet oder so. Wie gesagt, die Preise werde ich euch einblenden. Aber diese Schabracke ist einfach traumhaft. Ich habe natürlich auch andere Kollektionen, sage ich jetzt einfach mal, gesehen von Eskadron. Die ganzen habe ich euch gezeigt an meinem Follow Me Around Video. Ich werde es euch jetzt halt hier nochmal einblenden, mein Follow Me Around Video. Und natürlich auch unten in die Infobox. Da gab es eine Abschwitzdecke. Ich sag's euch, oh mein Gott, die war so schön. Und mein Gott, wie dumm ist man eigentlich? Man kauft so viel Zeug fürs Pferd, obwohl man eigentlich so viel schon hat. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so eine richtige Sucht, dann noch mehr zu kaufen. Das ist so krank eigentlich, aber naja, ich gebe es natürlich auch gerne aus. Ich schaue natürlich das dann auch super gerne bei der Fauni an und ihr natürlich auch auf Instagram liebt ihr es auch, neue Bilder zu sehen. Jetzt quatsche ich aber nicht lange weiter, denn jetzt geht's weiter und zwar mit diesem Sattelpad hier. Das ist auch von der Eigenmarke von Löstau und da habe ich auch sehr, sehr gehadert, was ich jetzt halt für eine Farbkombination nehme. Ich war zuerst beim Grau, dann war ich beim Schwarz und jetzt habe ich mich für Schwarz-Weiß entschieden. Und das fand ich richtig schön. Ich werde es auf jeden Fall auch mal alleine ausprobieren, also nur mit dem Pad, weil sonst finde ich mit Schabracke, das stimmt natürlich, überlegt mal, ihr habt eine Schabracke. Dann legt ihr das drauf und dann kommt noch der Sattel drauf, wie dick das ist. Und ihr habt eigentlich kein Gefühl mehr zum Pferd. Und deshalb werde ich das auf jeden Fall mal auch ohne Schabracke natürlich ausprobieren. Einfach mal so das Lammfell. Oder für Fotos natürlich dann auch verwenden, weil das natürlich auch super schön macht. Das ist natürlich ein super schöner Effekt. Aber ihr müsst natürlich auch aufpassen, wenn ihr sowas kauft, dann müsst ihr schauen, ob euer Sattel dann überhaupt noch richtig schön passt. Weil da ist natürlich schon, das ist natürlich schon richtig dick. Und ja, da müsst ihr einfach drauf aufpassen. Das ist jetzt nicht nur wegen der Optik, oh, ich kaufe mir das, weil es so schön ausschaut. Aber ihr müsst natürlich auch schauen, ob das dann mit dem Sattel natürlich zusammenpasst oder ob das dann halt Druckstellen gibt oder keine Ahnung was. Also da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten. Dann habe ich mir noch was gekauft, ein Lammfellüberzug, denn der Winter wird kalt. Es soll ja ein Jahrhundert Winter geben.
Und ich will natürlich da gewappnet sein. Und deshalb habe ich mir hier dieses Pad hier gekauft für meinen Sattel. Das kann man dann einfach hier so dran schnallen. Also ihr habt hier einmal diese Schnalle, wie ihr sehen könnt. Und dann könnt ihr das dran schnallen. Und hier auch diese Klappen. Das könnt ihr dann richtig schön einhängen und es ist Gummi. Also ich werde das auf jeden Fall bald dran machen, weil bei uns ist schon richtig kalt. Also bei uns liegt auch schon Schnee. Ich habe das euch auf meiner Instagram-Seite auch schon gezeigt. Da, wo es geschneit hat, habe ich eine Insta-Story gemacht. Und ja, also die Produkte werde ich jetzt auch bald an Stall nehmen. Ich werde wahrscheinlich heute gehe ich an Stall, da kann ich eigentlich die ganzen Sachen mitnehmen. Und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht zu abonnieren. Abonnieren ist natürlich kostenlos. Wir wachsen hier und das freut mich natürlich. Und wenn natürlich so viele Daumen nach oben sind in meinen Teilen, dann werde ich natürlich bald wieder so ein Löstau Live-Haul machen, Follow Me Around Video und ein Haul natürlich. Also zeigt mir, wenn es euch gefallen hat, dann werde ich das natürlich wiederholen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss.